hat da wer gepatzt. René Benko geht also, gibt die Macht ab in seinem Signa-Konzern. Ein Paukenschlag nach einer Serie schlechter Nachrichten. Stillstehende Großbaustellen, insolvente Möbel- und Handelsriesen. Und jetzt der Aufstand im eigenen Imperium. Mit Geschäftspartnern, die nicht verlässlich sind, wollte ich keine Geschäfte mehr machen. War es das für Benko? Egal wie es bei der Signa ausgeht, Benko wird am Ende immer noch Multimillionär bleiben. Der hat es faustdick hinter den Ohren. Sein Aufstieg war schillernd. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die außergewöhnlich ist. René Benko, einer der ganz großen österreichischen Unternehmer. Benkos Betongold wird auf den Prüfstand gestellt. Jetzt wartet jeder gebannt darauf. Jetzt. Jetzt bricht das Ganze zusammen. Das Wort Kredit stammt vom lateinischen Credo. Das bedeutet Vertrauen, Glauben. Kredite hat René Benkos Immobilienkonzern Signa jede Menge laufen. Der Schuldenstand übersteigt die 10 Milliarden Euro deutlich. Beim Vertrauen ist Benko im Minus. Eine Liquiditätskrise, die ist wirklich eine Vertrauenskrise. Der Vertrauensverlust hat die Investoren betroffen, die Banken, aber auch die Anleihengläubiger. Das, was bisher immer gegolten hat, dass René Benko ein Versprechen abgegeben hat, nämlich das Geld ist sicher, das glauben ihm jetzt immer weniger Menschen. Plötzlich steht der erfolgsverwöhnte Tiroler mit dem Rücken zur Wand. Rote Zahlen, offene Rechnungen, düstere Zukunftsaussichten. Vergangenen Mittwoch gibt er schließlich den Rückzug aus seinem eigenen Unternehmen bekannt. Dies ist in der derzeitigen Situation die beste Lösung. Wie konnte es so weit kommen? Und was ist mit dieser 16 Jahre alten Ansage Benkos? Und daher werden auch bei Ihnen natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmer René Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ihnen die Freude nicht machen werde. Benko hat es vom Schulabbrecher zum Milliardär geschafft. Quasi aus dem Nichts einen riesigen Immobilienkonzern aufgebaut. Zeitweise rund 40.000 Menschen beschäftigt. Erst im September haben wir Benko eine Folge in der Serie Die talentierten Herren gewidmet. Jetzt, genau 2 Monate später, ist nicht nur sein Versprechen ins Wanken geraten. Benko hat über die Jahre einen riesigen Turm aufgebaut. Das muss man sich ein bisschen so vorstellen wie dieses Jenga-Spiel. Man nimmt einen Block aus der Mitte und man setzt ihn oben drauf. Und über die Jahre hat man gesehen, das Ding wackelt. Aber der Turm steht noch. Es war schon absehbar, dass es zu finanziellen Problemen bei der Signa kommen wird. Es war noch nicht klar, wann das passiert, ob das ein Jahr früher oder später ist und ob es wirklich auch zu einer existenzbedrohenden Liquiditätskrise sich auswächst, wie es offenbar passiert ist. Und jetzt wartet jeder gebannt darauf, fällt alles zusammen oder war das noch nicht der entscheidende Block aus der Mitte? Im August klang das aus der Signa noch ganz anders. Um dieses Unternehmen müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Ries-Hahn ist Generaldirektorin der Wüstenrot-Gruppe und sitzt seit 2009 im Beirat der Signa. Darin beraten Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft die Holding in strategischen Fragen. Benko saß bislang selbst an der Spitze. Auch Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, ebenfalls langjähriges Beiratsmitglied, war im Spätsommer noch bemüht, Zweifel zu zerstreuen. Also, Sie wissen, dass die gesamte Immobilienbranche derzeit mit großen Herausforderungen zu kämpfen hat. Die Signa ist glücklicherweise in einer Situation, wo wir, so meine ich, gut aufgestellt sind und daher auch diese herausfordernden Zeiten gut bestehen werden. Tatsächlich sind die Kredite entsprechend besichert, mit Immobilien in besten Lagen. Deren Wert soll 20 Milliarden Euro übersteigen. Doch seit 1,5 Jahren ist aufgrund der Zinsanhebungen der EZB nicht mehr alles Gold, was glänzt. Und je höher die Zinsen sind, desto niedriger der erwartete Wert. Das heißt, ich müsste entweder die Mieten steigen lassen oder
ich muss die Immobilien abwerten. Und diejenigen, die in der Vergangenheit besonders aggressiv bewertet haben, mit besonders niedrigen Zinsen kalkuliert haben, die sind jetzt die Ersten, die hier Probleme bekommen. Und Signa hat hier sicher zu denen gehört, die eher aggressiv bewertet haben in der Vergangenheit. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Strabag-Gründer Hans-Peter Haselsteiner hält über seine Stiftung 15% an der Signa Holding. Er und andere Großinvestoren fordern Anfang November in einem Brief Benko zum Rückzug auf. Dieser Wunsch wurde von René Benko einmal grundsätzlich positiv beantwortet. Doch war zu diesem Zeitpunkt alles geklärt? Die Situation, dass Hans-Peter Haselsteiner in die Öffentlichkeit getreten ist, zeigt, dass da schon sehr viele Leute um ihr Geld zittern. Das Dilemma der Investoren, der Signa ist derzeit, dass sie entscheiden müssen, schießen sie Geld nach und geben Signa damit eine Chance, diese Liquiditätskrise zu überwinden. Was aber auch bedeutet, dass das Risiko, das sie eingehen, noch größer ist. Wenn dann nämlich Signa doch scheitern sollte, verlieren sie nicht nur ihr bisheriges Investment, sondern auch das, was sie jetzt nachgeschossen haben. Vergangenen Mittwoch. Ist der Machtkampf entschieden? In einer Aussendung lässt Benko wissen: Alle Stakeholder sind gefordert, Signa jetzt zu unterstützen. Ich bin dazu bereit. Mit 46 Jahren übergibt Benko den Vorsitz im Signa-Beirat und im Gesellschafterkomitee an den deutschen Sanierer Arndt Geiwitz. Geiwitz soll nun mit anderen Experten das Signa-Geflecht durchleuchten und retten. Allerdings heißt es in dem Schreiben auch: Die Familie Benko Privatstiftung bleibt weiterhin größter Gesellschafter der Signa. Also doch keine Entmachtung? Von meiner Beobachtung der letzten Wochen ist das sicherlich kein Rückzug von René Benko. Ich würde durchaus sagen, es ist ein Schritt zur Seite, wo man als René Benko beobachtet, wie sich die Lage entwickelt. Einen Schritt zur Seite kennen wir von einem anderen Weggefährten Benkos, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Ob sich die InvestorInnen damit zufrieden geben? Zusätzlichen Staub wirbelt ein ehemaliger Investor auf. Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Er war vor 7 Jahren bei Karstadt und Signa ausgestiegen. Als Grund nennt er jetzt Unregelmäßigkeiten bei Zahlen, die Benko offenbar nicht erklären konnte. Ein Interview hat Wiedeking aus zeitlichen Gründen abgelehnt. In einer E-Mail schreibt er uns: Mit Geschäftspartnern, die nicht verlässlich sind, wollte ich keine Geschäfte mehr machen. Es stellt sich die Frage, was haben die anderen Investoren zu dem Zeitpunkt gesehen, erkannt? Wie sind die mit den Informationen, die Herr Wiedeking jetzt genannt hat, umgegangen? Das heißt, das ist ein riesiges Fass, das da aufgehen kann und wo alles möglich ist. Zu all dem äußern sich aktuell weder Benko noch seine MitstreiterInnen. Unsere Interviewanfragen sind unbeantwortet geblieben. Die Signa war zuletzt in eine Abwärtsspirale geraten. Die Europäische Zentralbank hatte im Sommer in einem beispiellosen Vorgehen Banken angewiesen, deren Kredite an Signa zu überprüfen und vor Verlusten gewarnt. Es folgte die Pleite der Sporthandelssparte Signa Sports United und als Geldnöte bekannt wurden, stürzte Signas einzige öffentlich gehandelte Anleihe, Signa Development, ins Bodenlose. Letztlich stufte die Ratingagentur Fitch die Anleihe auf Ramschniveau, also hochriskant, herunter. Jetzt stehen Projekte still, wie in Stuttgart oder Hamburg. Am Elbtower, Deutschlands dritthöchstem Wolkenkratzer, wurden die Arbeiten gestoppt, weil Rechnungen nicht beglichen worden sein sollen. Leonhard Dubusch hat sich als Universitätsprofessor und wissenschaftlicher Leiter des Momentum-Instituts intensiv mit Benkos Imperium beschäftigt. In den letzten 10 Jahren war Signa vor allem eines, nämlich eine Wachstumsgeschichte. Und ich glaube, wenn es Signa gelingt, diese Liquiditätskrise zu bewältigen, dann wird es jetzt vor allem eigentlich ums Schrumpfen gehen. Damit wurde schon im Frühling begonnen, mit dem Verkauf von Kika Liner. Ab morgen bin ich arbeitslos, bin 63 Jahre. Und mir fehlen natürlich zu der Pension noch 2 Jahre. Und das hat jetzt alles zerschlagen. Innerhalb von einem Monat. Die Hoffnung war groß, als René Benko vor 5 Jahren den Möbelriesen Kika Liner übernommen hatte
bis heuer im Sommer mehr als die Hälfte der Filialen zusperren mussten. Und da ist uns eigentlich die Welt dann zusammengebrochen. Wir haben uns gedacht, wir stehen recht gut da. Wir haben die schwarze Null erreicht und alles Mögliche. Und eigentlich war es dann überhaupt nicht so. Man hat einen Top-Manager aus Deutschland engagiert. Der Herr Güterbier, der hat sich sehr, sehr bemüht. Der war sehr voll Elan und Optimismus. Wir werden in der Champions League in absehbarer Zeit das Finale erreichen. Und dann ist alles offen. Dann denkt man sich, okay, da sind wir eigentlich belogen worden. Wir haben Corona gehabt, wir haben Lieferkettenkrisen gehabt. Ein Krieg hat eine Energiekrise herbeigeführt, was wahnsinnig auf die Kosten gedrückt hat. Und das war dann auch für uns der Punkt zu sagen, wir ziehen uns aus strategischen Gründen aus dem Möbelhandel in Österreich zurück. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Wer ist der Mann, der mit seiner Signa Holding eines der größten Immobilienunternehmen Europas aufgebaut hat? Ich habe von ihnen einen guten Eindruck gehabt und aus dem hat sich über die Jahre und Jahrzehnte eine Freundschaft entwickelt. Er ist ein vorsichtiger und risikobewusster Finanzmanager. Naja, das Vermögen an und für sich beschäftigt mich weniger. Mir geht es wirklich um die Sache und um die Unternehmenswerte, die man schafft. Aber natürlich schaut man als guter Kaufmann auch auf die Kontostände. Benko galt noch 2022 mit geschätzt 4 Milliarden Euro als einer der reichsten Österreicher. Seinen Aufstieg verdankt er 4 Karrierebausteinen. Die sehen wir uns genauer an. Benkos ausgeprägtes Gespür für lukrative Immobilien ist der erste Baustein und legt das Fundament für seine Karriere. Dabei gilt das gute alte Prinzip: Lage, Lage, Lage. Angefangen hat alles mit Dachgeschosswohnungen. Die Immobilien in Benkos Portfolio werden aber immer prestigeträchtiger. Bei seinen Top-Immobilien, auch Trophy-Assets genannt, geht es Benko auch um deren besonderes Image. Entscheidend für diese Trophy-Assets ist eines: Das ist die Lage. Und das ist auch der entsprechende Punkt, warum dann auch Investoren, die langfristig investieren wollen, in solche Häuser investieren. Das sind Gebäude, wo das Argument gilt, na, das wird immer wertvoll sein. Ja? Da werde ich nie ein Problem bekommen. Ja? Bei Innenstadtimmobilien haben eines gemeinsam, sie sind rares Gut. Und daher werden sie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr wert. Aber das gilt natürlich nicht für die gesamte Signa. Das gilt für einzelne, sehr sichtbare Immobilien, die man dann auch nach vorne stellt. Ja. Und selbst bei diesen guten Lagen, ja, wenn ich die so hoch bewerte, ich muss das trotzdem am Ende verdienen. Es muss trotzdem Kundinnen und Kunden, Mieterinnen und Mieter geben, die bereit sind, diese enorm hohen Mieten auch zu zahlen. Und die müssen das auch zurückverdienen können. Die Top-Immobilien zu kaufen, ist nur der erste Schritt. Na, das Geschäftsmodell ist im Wesentlichen, dass wir uns anschauen, was kann man aus dieser Immobilie machen? Wie können wir den Mietertrag dieser Immobilie steigern? Das heißt, anders ausgedrückt, diese Immobilien wurden nach kurzer Zeit mehr wert. Ein Beispiel dafür ist die Postsparkasse am Wiener Stubenring. 2013 kauft Benko Signa das historische Gebäude um kolportierte 130 Millionen Euro. Nur wenige Jahre später sollen unabhängige Gutachter die Immobilie mit rund 300 Millionen Euro bewertet haben. Also das Immobiliengeschäft ist nicht so simpel, wie Sie sich das vorstellen. Und der Wert von Häusern bemisst sich an dem Potenzial, das man daraus macht. Das ist der Sinn von Projektentwicklungen. Tatsächlich ist bei Immobilien eine einzigartige Möglichkeit gegeben. Ich kann bei der Bewertung zukünftige erwartbare Gewinne bereits einstellen. Ich kann sie auch schon Investoren schmackhaft machen. Hier kann ich, wenn Sie so wollen, auf die Zukunft wetten. Auf der Jagd nach Schnäppchen stürmen im Sommer tausende Kundinnen und Kunden die Kika Leiner Filialen. Mit einem Schnäppchen der anderen Art steigt Benko im Dezember 2017 bei der Möbelkette ein. Es war einmal ein Weihnachtsmärchen.
Über Kika Leiner waren dunkle Wolken aufgezogen. Der damalige Besitzer konnte die Weihnachtsgehälter nicht bezahlen. Ein Ausweg: der Verkauf des traditionsreichen Leiner Flagship Stores in der Wiener Marie-Hilfer-Straße. Das Filetstück. Kolportierter Kaufpreis: 60 Millionen Euro. Benko greift zu. Doch es muss schnell gehen. Das Unternehmen ist kurz vor der Pleite. Der frisch angelobte Bundeskanzler Sebastian Kurz schaltet sich ein. Er soll eigens ein Bezirksgericht aufsperren und einen Beamten aus dem Urlaub holen lassen, berichten Medien. Das dementiert später das Justizministerium. Kurz selbst jedenfalls spricht von einer serviceorientierten Verwaltung, damit der Deal noch vor Silvester über die Bühne gehen kann. Stellen Sie sich vor, im Jahre 2017 werden um die Jahreswende wären 5000 Leute arbeitslos geworden. Und das ist eine große Leistung, ja, auch eine große soziale Verantwortung. Und was wäre ein Weihnachtsmärchen ohne Überraschung? Schon wenige Monate nach dem Kauf wird eine Hypothek auf das Haus eingetragen. Es handelt sich plötzlich um 95 Millionen Euro. Benkos Immobilienkonzern Signa übernimmt kurz darauf gleich die gesamte Möbelkette Kika Leiner. Es war eine Zitterpartie bis zuletzt. Der Tiroler Immobilieninvestor René Benko legt rund eine halbe Milliarde Euro auf den Tisch und kauft Kika Leiner. Benko wird als Jobretter gefeiert. Das hat die Politik sehr gefreut, insbesondere, glaube ich, den Herrn Kurz. Und das hat sich natürlich gut angehört, ja. Das Weihnachtsmärchen ist hier noch nicht zu Ende. Aber auch ich habe mir gedacht, wieso will der jetzt einen Handelskonzern retten, ja? Darauf werden wir später noch zurückkommen. Märchenhaft ist auch Benkos Aufstieg. Seine Karriere beginnt hier, in Innsbruck. René Benko wächst in der Gumpstraße im Stadtteil Pradl auf. Der Vater, Gemeindebediensteter, die Mutter, Kindergärtnerin. Gemeinsam mit der 4 Jahre jüngeren Schwester leben sie in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Eines der wenigen Schulfotos zeigt ihn mit langen Haaren. Das war noch am Reitmann-Gymnasium. Später wechselt er an die Handelsakademie in Innsbruck. Susanne Schiestl war ein Jahr lang seine Italienischlehrerin. Also der René ist definitiv ein Mensch, an den man sich erinnern kann, weil er aus der Menge raussticht. Allein schon dadurch, dass er nicht immer anwesend war, auch Hausaufgaben, soweit ich mich erinnern kann, nicht unbedingt auch immer gemacht hat, aber trotzdem dann eine Leistung zusammengebracht hat. Und das hat mir imponiert. Benko hat früh andere Interessen. Mit 14 wird er Jugendstaatsmeister im Hallenklettern. Und er will Geld verdienen. Schon während der Schulzeit beginnt er, für einen umstrittenen Finanzdienstleister zu arbeiten. Das dafür nötige rhetorische Talent bleibt auch in der Schule nicht unbemerkt. René Benko war für mich in meiner Erinnerung sicher kein stiller, zurückgezogener, sondern eher im Vordergrund. Der war sehr wohl präsent mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, gewissen Schalk und aber auch an Können, ja. Noch in den 90er Jahren lernt er einen Innsbrucker Baumeister kennen. Dessen Spezialität? Der Ausbau von Dachböden. Benkos erster Schritt in die Immobilienwirtschaft. Ich habe René Benko kennengelernt Mitte der 90er Jahre. Das heißt, obwohl er immer noch ein relativ junger Mann ist, kennen wir uns über ein Vierteljahrhundert. Über einen gemeinsamen Bekannten in Innsbruck. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist er sogar noch zur Schule gegangen damals. Aber anstatt für die Schule zu büffeln, soll er lieber Bücher über Wirtschaft und Psychologie gelesen haben. Dieser Drang in mir oder auch das Bedürfnis, beruflich aktiv zu sein, das hat so viel Spaß gemacht und hat einfach dazu geführt, dass ich mehr, sage ich schon, aktiv war, als in der Schule gesessen bin. Und leider Gottes danach dazu geführt hat, dass ich aufgrund der vielen Fehlstunden nicht mehr zur Matura antreten konnte. Fasziniert hat mich, dass er eine
Art Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär gemacht hat. Ich kann mich deswegen so gut an ihn erinnern, weil er damals schon ein sehr visionärer, ideenreicher Geist war. Benko weiß sehr früh, was er will. Und die Zeichen stehen gut. Um weiterzuwachsen, braucht Benkos erstes Unternehmen Immofina jetzt vor allem eines: Investoren. Sein Talent im Auftreiben von Geldgebern ist der zweite wichtige Karrierebaustein. Die größte Starthilfe kommt von Tankstellenmillionär Karl Kovarik. Es folgen Deals mit einem griechischen Reeder, einem israelischen Diamantenhändler oder einem österreichischen Glücksspielchef. Was man beobachten kann, ist, dass sie eigentlich sehr schnell dann relativ große Summen quasi und Finanzierungen aufgestellt wurden, auch von einem noch relativ jungen Gründer. Ja. Und da braucht es Menschen, die bereit sind, dieses Geld zu, und da würde ich wirklich sagen, riskieren. Benko ist nicht einmal 20. Da hat er mit einem Hoteldeal schon seine erste Million verdient. Damals zwar noch Schilling, trotzdem sorgte mit seinem jungen Unternehmen Immofina für Aufsehen. Da ich aber damals in Tirol noch nicht so bekannt war, nicht die Medienpräsenz hatte, von mir niemand was wusste, außer dass ich den einen oder anderen tollen Sportwagen fahre, war das natürlich wieder Phönix aus der Asche. Es konnte keiner damit umgehen. Der Aufstieg des jungen Tirolers war für viele ein Rätsel. Das Geheimnis, das ist relativ einfach. Wir haben mittlerweile in den letzten 5 Jahren rund um die Immofina erfolgreich agierende Unternehmensgruppe aufgebaut, wo einer der Hauptgesellschafter ein vermögender österreichischer Privatinvestor ist, der Herr Kovarik, dessen Familie vor vielen, vielen Jahren das Strohtankstellen-Imperium geerbt hat. 2001 steigt Karl Kovarik mit 350 Millionen Schilling, umgerechnet rund 25 Millionen Euro, in Benkos Firma ein. Aber warum vertraut der mittlerweile verstorbene Millionär dem blutjungen Unternehmer Benko so viel Geld an? Da hat es enge Beziehungen gegeben, die nie so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen sind, aber offensichtlich so gut war, nennen wir sie Vater-Sohn-Beziehung, dass er ihm mehrere Millionen Euro zukommen hat lassen. Mit Kovariks Tankstellenmillionen im Tank gibt Benko jetzt Gas. Aus der Immofina wird bald Signa. Die Projekte werden größer und Benkos Geschäftspartner potenter. Heute zählen Unternehmer wie der Hamburger Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne oder Ex-Strabag-Chef und Neos-Förderer Hans-Peter Haselsteiner zu den Großinvestoren. Sie und andere Investoren sollen erst im Sommer 2023 insgesamt 400 Millionen Euro in die Signa investiert haben. Auch Formel-1-Legende Niki Lauda zählte zu den Investoren. Ich kenne, wie er arbeitet, was er macht und tut. Und man braucht immer Vertrauen, wenn man was in Geld investiert. Und das Vertrauen habe ich zu seiner ganzen Organisation, nicht nur zu ihm. Und deswegen bin ich da eingestiegen. Obwohl Diskretion bei Benko oberstes Gebot ist, bis 2019 hat er einmal im Jahr das Who is Who Österreichs zu einer Art Erntedankfest nach Wien, dem Törgelen, geladen. Dieser Südtiroler braucht, der irgendwo auch zum Nordtiroler passt. Wir leben ja nach wie vor in Nordtirol. Politiker aus allen Lagern folgen Benkos Einladung gern. Und genau diese guten Kontakte in die Politik sind der dritte Baustein in der Karriere des Rene Benko. Angefangen bei den beiden Ex-Kanzlern Sebastian Kurz und Alfred Gusenbauer bis hin zum ehemaligen Vizekanzler H.C. Strache. Die Liste mächtiger Politiker und Politikerinnen in Benkos Adressbuch ist lang. Fast alle Parteifarben sind vertreten. Ich glaube, es ist für jedes Unternehmen wichtig, gute Kontakte zur Politik zu haben. So wie es Benko betrieben hat, kenne ich keinen zweiten in Österreich. Wozu diese Kontakte nützlich sind, zeigt sich an Benkos erstem Großprojekt Mitte der 2000er Jahre. Das Kaufhaus Tirol war zum allergrößten Teil geschlossen, war in einem katastrophalen Zustand, war in dieser Form wohl auch kaum sanierbar. Und es hat sich niemand drüber getraut, bis Rene Benko auf den Plan getreten ist. Das Kaufhaus Tirol wird Benkos Gesellenstück, wie er es selbst nennt. Ich glaube, es war ein sehr, sehr schwieriges Projekt. Insbesondere der Denkmalschutz und das Stadt- und Ortsbildschutzgesetz hat hier eine ganz große Rolle gespielt. Denn Stadt- und Landespolitik hatten unterschiedliche Vorstellungen.
Da kam Schützenhilfe aus Wien gerade recht. Ich habe als Bundeskanzler keine besondere Rolle gehabt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es einen Meinungsunterschied gegeben hat zwischen der Bürgermeisterin, die wollte das Kaufhaus Tirol, und dem Landeshauptmann. Und ich habe versucht, bei den vielen Gesprächen, die ich mit denen auch gehabt habe, zu vielen anderen Themen, zu sagen, dass ich glaube, dass, wenn man will, dass innerstädtisch das Leben weiterhin floriert, dann wird man an solchen Einkaufsinitiativen nicht vorbeikönnen. Und von da an läuft's. Das größte Aha-Erlebnis für mich war, wie ich das erste Mal in die Mall hereingegangen bin, wie das Glasdach das erste Mal über der Mall fertiggestellt war. Dann habe ich für mich persönlich die Dimension des Projektes erst so richtig erkannt. 2010 wird Benkos Kaufhaus Tirol eröffnet. Der Andrang ist so groß, dass der Shopping-Tempel sogar kurzzeitig gesperrt werden muss. Ich denke, dass die Anfangswerke von jedem Unternehmer immer ein wenig Herzensunternehmen sind. Und das hat man schon auch gemerkt. Es ist kein Geheimnis, ich bin begeisterter Innsbrucker. Und daher habe ich Lust, wenn sich neue Gelegenheiten ergeben, auch in Innsbruck als richtig patriotischer Tiroler Investor auch weiter zu investieren. Benko, ein patriotischer Investor, den es auf der Suche nach Geldgebern in die weite Welt hinauszieht. Dabei können auch politische Kontakte hilfreich sein. Es gibt Länder wie den arabischen Raum. Da kommt selbst ein Milliardär wie René Benko nicht einfach so zu den großen Deals. Wenn man aber im Schlepptau vom Bundeskanzler der Republik Österreich irgendwo hinkommt, na ja, dann öffnen sich die Türen. Dass Sebastian Kurz und René Benko ein gutes Verhältnis miteinander haben, ist sichtbar. Und ich finde, das ist auch sinnvoll so. 2018 ist der russische Präsident auf Staatsbesuch in Wien. René Benko, einer der ganz großen österreichischen Unternehmer. Ihr habt euch wahrscheinlich schon einmal kennengelernt. Ja. Was wir in den letzten beiden Untersuchungsausschüssen gut dokumentieren konnten, dass es eine enge Verbindung zwischen René Benko und Sebastian Kurz gegeben hat. Und was wir auch gesehen haben, dass man sich natürlich als René Benko in dem Fall auch gerne auf diese Verbindung verlassen hat können. Doch dazu später. Denn noch fehlt René Benkos letzter Schlüssel zum Erfolg. Dank seines Gespürs für Immobilien, seinem Talent, Geldgeber zu finden und seinen engen Kontakten in die Politik, hat es Benko in nur wenigen Jahren geschafft, ein Immobilienimperium aufzubauen. Dessen Struktur ist dabei Benkos vierter Karrierebaustein. Das für Außenstehende nur schwer durchschaubare Firmengeflecht. Was man hier sehen kann, ist, dass zum Beispiel diese Signa Prime Selection AG, die aber nicht börsennotiert ist, sehr viele Subgesellschaften hat. In einzelnen von diesen Subgesellschaften gibt es dann wieder Dutzende Subgesellschaften und die haben dann wieder Subgesellschaften und in diesen Subgesellschaften sind dann eben eigentlich die eigentlichen Immobilien geparkt. Also da kann ich Ihnen ganz viele Konzerne sagen, wo das noch größer und noch breiter gefällt. Aber es ist überhaupt nicht breit gefällt. Es sind zwei ganz klare Unternehmensbereiche. Es gibt einen Immobilienbereich, es gibt einen Retailbereich und es gibt darüber eine Dachholding. Also was daran kompliziert sein soll, müssen Sie mir wirklich erklären. Komplexe Strukturen sind aber laut dem Universitätsprofessor häufig aus einem bestimmten Grund beliebt. Diese verschachtelten Konstruktionen mit verschiedenen Teilgesellschaften im Immobilienbereich haben in der Regel steuerliche Gründe. Es geht darum, weniger Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Es geht darum, weniger Körperschaftsteuer zu bezahlen, wenn Gewinne anfallen und sie ausgeschüttet werden. Darf man dich Milliardär nennen? Das ist ehrenrührig. Das ist in Wahrheit das eine wie die andere Übertreibung. Also insofern. Okay, du meinst, das Finanzamt schaut auch zu? Nein, es ist egal, weil Steuern zahle ich gerne in Österreich. Benko, dem eine Affinität zu Zahlen nachgesagt wird, gibt sich aber, was Zahlen zum eigenen Unternehmen angeht, verschwiegen. Eine gemeinsame Bilanz aller Unternehmen der Signa Holding gibt es nicht. Alle unsere Banken, alle unsere Aktionäre, alle unsere Investoren bekommen alle Informationen, die sie haben wollen. Aber wir sind ein privates Unternehmen und nicht der Öffentlichkeit verpflichtet. Man darf intransparent sein, aber es liefert mehr Fragen als Antworten. Fragen hätten wir auch an René Benko selbst gehabt.
Er wollte aber trotz mehrmaliger Anfragen nicht mit uns reden. Stattdessen wurde uns im Spätsommer ein Interview mit Christoph Stadelhuber zugesagt. Er wechselte 2011 von der Bundesimmobiliengesellschaft BIC in die Siegner Geschäftsführung. Wir sind einer der wesentlichen Player am Hauptbahnhof, an der Entwicklung des gesamten Hauptbahnhofs, wo wir hier stehen. Die Siegner hat mit ihren Projekten das Gesicht vieler Städte, darunter auch von Wien, verändert. Mehrere Hochhäuser mit Büros, Wohnungen und Hotels am Hauptbahnhof gehen auf ihr Konto. Dann geht man natürlich auch mit einem gewissen Stolz durch die Straßen, wenn man ein Teil davon war, wie sich das hier entwickelt hat. Der Blick über die Dächer von Wien verrät es. Benko ist mit seiner Siegner ganz oben angekommen. Aber wie wir heute wissen, der Aufstieg des Tirolers bleibt nicht ungebremst. Wie sehr Benko schon in der Vergangenheit Grenzen ausgelotet hat, zeigt sich in Vorarlberg. Im Nobelort Lech am Adelberg verwandelt Rene Benko einen Berggasthof in dieses Luxuschalet. 38 Millionen Euro soll der Bau gekostet haben. Eine Zahlung an die Gemeinde hat für ihn aber ein ernstes Nachspiel. Rene Benko hat im Jahr 2011 ein Traditionsgasthaus in Oberlech erworben. Und die ganze Causa ist für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft 4 Jahre später, 2015, interessant geworden, denn es ist ein Gemeinderatsprotokoll aufgetaucht. Da haben die Gemeindevertreter mehrfach in dem Protokoll auch diskutiert und gesagt, das können wir nicht machen, wir können doch nicht uns kaufen lassen. Der Hintergrund: Die Gemeinde hatte das Vorkaufsrecht auf das Grundstück. Benko bot 500.000 Euro für die Ablöse, soweit bekannt. Plötzlich ließ der Dornberner Rechtsanwalt Karl Schelling im Sitzungsprotokoll der Gemeindevertretung aber etwas anderes. Und da haben wir festgestellt, dass da drüber diskutiert wurde, dass da angeboten wurde 250.000 für ein Vorkaufsrecht. Das ist in Ordnung. Aber auch 250.000 offensichtlich angeboten worden vom Herrn Benko, dass man das Gebäude, das er bauen will, in der Zeit und mit der Baunutzung errichten kann, wie er will, 250 zusätzlich. Einer, der bei der Gemeindevertretungssitzung dabei war, erinnert sich an die Diskussion. Mein Statement damals war, wir sind als Gemeinde sicher nicht käuflich, natürlich machen wir das nicht. Die WKStA nahm Ermittlungen auf. Auch gegen den damaligen Langzeitbürgermeister Ludwig Muxl. Der Verdacht, Bestechung und Bestechlichkeit. Das war immer ein Vorkaufsrecht und nichts anderes. Also, und was auch immer diskutiert wurde, das weiß ich nicht, weil ich ja gar nicht dabei war. Ich war nicht Mitglied dieser Gesprächsrunde und auch nicht in der Gemeindevertretung dabei. Also hier hat man ganz klar gesagt, eine Gemeinde kann Verfahren nicht beschleunigen und schon gar nicht, wenn man ihr etwas anbietet. Also das kommt nicht in Frage. Benko überwies der Gemeinde Lech den gesamten Betrag, und zwar als Ablösesumme. Das wurde definitiv sehr schnell abgewickelt, gar keine Frage. Wenn ich sehe, wie lange andere umeinander doktern, damit sie irgendwas auf die Beine bringen, ging das extrem schnell, keine Frage. Was auch immer der Grund dafür war. Warum die Causa nie vor Gericht gelandet ist, ist eine eigene Geschichte. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ermittelt und hat auch sogar schon einen Anklageentwurf fertig gehabt, weil es ein glamouröser Fall ist, das Ganze an die vorgesetzte Behörde der Oberstaatsanwaltschaft weitergeleitet. Und dort sind dann doch, sagen wir mal, irritierend schwierige Dinge passiert. Die Rechercheplattform Dossier hat Jahre später die Gründe dafür recherchiert. Ich habe unter den Recherchen festgestellt, dass es da eine Weisung der Oberstaatsanwaltschaft gegeben hat. Und das war auch ganz untypisch. Und dort ist dann quasi entschieden worden, dass dieses Verfahren aus Beweisgründen eingestellt werden sollte. Ein Versuch, die Gemeinde durch ein Angebot von 250.000 Euro in ihrer Verfahrensabwicklung zu beeinflussen, habe nicht stattgefunden, heißt es in der Einstellungsbegründung der Oberstaatsanwaltschaft. Die Siegner möchte sich zur Causa nicht mehr äußern. Der Fall zeigt aber, was sich wie ein roter Faden durch Benkos Karriere zieht.
Es gibt halt Menschen, die wollen ganz an die Spitze, die wollen es wissen. Und da bewegen sie sich, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Gratwanderung. Wie schmal dieser Grat ist, zeigt sich 2013. Damals findet sich der Name Benko in den Gerichtsakten. Über die damaligen Vorfälle darf man heute kaum mehr berichten. Man riskiert, geklagt zu werden. Kurz darauf jedenfalls gibt Benko alle operativen Funktionen in der Signa ab. Auf dem Papier schien er seit damals nur mehr als Berater auf. Als Vorsitzender des Beirates. Dass Benkos Anwälte überhaupt sehr klagsfreudig sind, macht die Berichterstattung über ihn und sein Unternehmen selbst zur Gratwanderung. Ein Medium, mit dem Benko auf Kriegsfuß steht, gehört ihm paradoxerweise selbst, zumindest teilweise. Wenn man sich die Karriere von Rehe Benko anschaut, dann sind ja viele Dinge super aufgegangen. Ein Ding, was überhaupt nicht geklappt hat, ist dieser Einstieg bei der Kronenzeitung. Denn als Benko über die deutsche Funke Mediengruppe mit durchgerechnet 24,5% bei der Krone einsteigt, macht er die Rechnung ohne den Hälfteeigentümer, die Familie Dichand. Die waren ja einmal sehr gut, aber er wollte, glaube ich, noch mehr vom Kuchen der Krone. Und da haben sich die Dichands quergestellt, ja. Und die Krone-Zeitung ist ja nach wie vor sehr mächtig. Die Krone zu übernehmen, davon hatte schon ein anderer vor ihm geträumt. Nur klang der Plan auf einer Insel im Mittelmeer noch so zack, zack, zack einfach. Im Ibiza-Video schwärmt Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache der angeblichen Oligarchennichte vom Krone-Einstieg vor. Sobald sie eine Krone-Zeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenrufen, müssen sagen, so. Da gibt's bei uns in der Krone. Zack, zack, zack. Und dann kommt Benko. Aus Sicht von René Benko ist so die Macht über die Kronenzeitung zu haben, so der letzte Puzzlestein, weil mit der Kronenzeitung in der Tasche hätte die Meinung in Österreich bestimmt. Hätte. Denn die Krone lässt seither keine Gelegenheit aus, über Benkos Skandale zu berichten. Ich halte es für einen seiner schwereren unternehmerischen Fehler, sich an der Kronenzeitung beteiligt zu haben. Ist Benko sein Gespür für gute Investments abhanden gekommen? Die Kronenzeitung hat man nicht als Gegner. Und es ist schon ein Absurdum, dass man als Mitgesellschaft der Kronenzeitung ein erklärter Feind ist, sozusagen. Und Feinde verhalten sich, wie sich Feinde verhalten. So ist es. Wir haben die Kronenzeitung um eine Stellungnahme gebeten. Das Büro des Herausgebers hat sich für die Möglichkeit bedankt, uns aber ausrichten lassen, dass sich Herr Dr. Dichand nicht zu dem Thema äußern möchte. Im Ibiza-Video sagt Strache aber noch etwas, das in Benkos Imperium für Aufregung sorgt. Also ich weiß, der Strache hat Benko genannt im Ibiza-Video und hat sich davon distanziert, also sogar schriftlich, und hat gesagt, es gab nie eine Spende oder irgendetwas dergleichen von Seiten Benko. Natürlich hätten wir mit Strache gerne darüber gesprochen. Strache hatte einem Interview zugestimmt, den Termin kurz vorher aber abgesagt. René Benko war, wie schon erwähnt, zu keinem Interview bereit. Fest steht, rund um den denkwürdigen Auftritt in der spanischen Finca war Strache wenige Tage Gast auf Benkos Luxusjacht in Ibiza. Nach der Baleareninsel wurde auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss benannt, zu dem Benko geladen war. Ich kann mich an diesen Tag im Ibiza-Untersuchungsausschuss noch sehr, sehr gut erinnern. Was mich schon ein bisschen irritiert hat, ist, er hat einen Text vorgelesen und das Ganze relativ langsam und hat auch dem Schriftbild mit dem Finger folgen müssen. Benko sagt im Oktober 2020 unter Wahrheitspflicht, er habe nie an Parteien oder parteinahe Organisationen gespendet. Mit Benko haben sich die Abgeordneten aber auch im letzten U-Ausschuss beschäftigt. Diesmal ging es um eine mögliche Einflussnahme auf Steuerverfahren. Im Zentrum standen die Chats eines alten Bekannten mit René Benko.
der hat es faustdick hinter den Ohren. Hier treffen wir noch einen talentierten Herrn, dem wir schon eine ganze Sendung gewidmet haben. Thomas Schmidt. Rene Benko lernt den damals noch mächtigen Generalsekretär im Finanzministerium 2016 kennen. Rene Benko ist ein Grenzgänger, der der da und dort auch Dinge macht, die wir wahrscheinlich nicht machen würden. Und eine so eine Sache ist, Kontakt aufzunehmen mit dem Generalsekretär des Finanzministeriums und dann private Termine mit dem zu haben. Auch Schmidt besucht Benko auf dessen Yacht in Ibiza. René, du Mr. 64 Meter, irre! Also das ist grundsätzlich nicht verboten, aber hat so ein gewisses Geschmäckle. Einer von Benkos zentralen Karrierebausteinen droht ihm auf den Kopf zu fallen. Seine guten Kontakte in die Politik. Thomas Schmidt will Kronzeuge werden. Gegenüber der WKStA belastet er neben Ex-Kanzler Kurz auch Rene Benko. Er soll Schmidt einen lukrativen Job in der Signa angeboten haben. War super, dass wir uns gestern wieder gesehen haben. Die Rolle eines Generalbevollmächtigten bei uns im Konzern würde dir sicher gut liegen. Es sei um ein Jahresgehalt von 300.000 Euro gegangen, was Benko bestreitet. Also ich weiß aus der Genesis, dass der Rene Benko den Herrn Schmidt, er war immerhin Generalsekretär im Finanzministerium, einmal kennenlernen wollte. Und das ist ja auch dokumentiert, dazu kam es aber auch. Aber den Rest hat der Herr Schmidt selber gemacht in der Regel. Aber was genau soll sich Benko von Schmidt im Gegenzug erhofft haben? Laut Schmidt zwei Dinge. Erstens, Benko plagte offenbar eine Steuersache zu seinem Privatjet. Das konnte bald gelöst werden. Gut, dass Flieger geklärt ist. Jetzt müssen wir nur noch den Rest hinbringen. Zweitens, damit war wohl das Steuerverfahren zum Goldenen Quartier gemeint, der nobelsten Shoppingadresse Wiens. 2008 kauft Benko dort drei Gebäude. Ihm nahestehende Firmen verkaufen sie und kaufen den Tuchlaubenkomplex letztendlich. Die angebliche Wertsteigerung innerhalb weniger Wochen? 53 Millionen Euro. Das Finanzamt Wien wird stutzig, prüft den Vorgang 6 Jahre lang und fordert Steuern nach. Doch Benko sei die Summe zu hoch gewesen, behauptet Schmidt. Er sei dann im Finanzministerium tätig geworden. Ich habe klar erkennbar gemacht, dass ich seine Positionen unterstütze, dass sie Gewicht hätten und dieser Position im BMF entsprechendes Gehör verschafft werden sollte. Im Herbst 2022 veranlasst die WKStA Hausdurchsuchungen bei der Signa Holding. Jetzt ist es Aufgabe der ErmittlerInnen zu klären, was die beiden Tiroler tatsächlich ausgemacht haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Signa gibt sich verschlossen. Bitte um Verständnis, dass wir zu laufenden Ermittlungen uns öffentlich nicht äußern. Die Steuerangelegenheit Goldenes Quartier wird dann aber doch noch gelöst. 2018 verlegt die Signa ihren Firmensitz kurzerhand von Wien nach Innsbruck. Und mit den Tiroler Finanzbeamten wird man sich über die Nachzahlung offenbar rasch einig. Finanzminister Benko. Wäre schon sehr cool. Noch im gleichen Jahr gelingt Benko der große Coup in Deutschland. Signa hatte sich die Warenhauskette Karstadt bereits einverleibt. 2018 gelingt dann auch die Fusion mit den deutschen Galeria Kaufhof-Filialen. Gemeinsam mit einem US-Unternehmen entsteht so der Kaufhausriese Galeria Karstadt Kaufhof mit 17.000 Beschäftigten und 243 Standorten. Benkos Karriere ist am Höhepunkt angelangt. 2018, als Rene Benko Mann des Jahres wurde, war der Karstadt-Kaufstadt-Deal Kickerliner. Und er war eigentlich ein Senkrechtstarter von 0 auf 100 und war zu diesem Zeitpunkt mehrere Milliarden schwer. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die außergewöhnlich ist. Aber wie immer in Österreich, außergewöhnliche Erfolgsgeschichten werden hier meistens nicht so sehr beklatscht, aber vielmehr hinterfragt und beneidet. Der Neid ist eine der weniger sympathischen Eigenschaften in Österreich. Doch auch in Deutschland muss Benko Prügel einstecken. Zumindest symbolisch. In der Corona-Krise muss die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof dutzende Filialen schließen. Trotz hunderter Millionen Euro aus dem deutschen Corona-Hilfsfonds schlittert der Handelsriese gleich zweimal in nur 2 Jahren in die Insolvenz. Mehr als 6.000 Menschen verlieren ihren Job.
Die Gläubiger bleiben auf Forderungen von über 1 Milliarde Euro sitzen. Prinzipiell ist es so, wenn Unternehmen, vor allem größere Unternehmen, insolvent werden, pleite gehen, dann entstehen dadurch immer Folgekosten, die immer, ob man das möchte oder nicht, sozialisiert werden. Also man kann sagen, bei Insolvenzen, bei größeren Insolvenzen, bezahlen immer wir alle, bezahlt die Gesellschaft quasi die Kosten. Und es bleibt nicht nur bei den Insolvenzen in Deutschland. Da haben wir uns schon gedacht, der Handel ist nicht seine Stärke, weil mit dem Karstadt, dem Kaufhof, was wir da sie gehört haben, haben wir uns eigentlich gedacht, hoffentlich trifft es nicht durch uns. Es hat uns aber getroffen. Anders als die deutschen Kaufhäuser hat Signer Kiekerleiner vor der Pleite aber verkauft. Diese Entscheidung ist uns nicht sehr leicht gefallen. Für uns war das ein gutes Geschäft. Jetzt haben wir es verkauft. Wir haben ein starkes Mitgefühl mit der Situation der Beschäftigten. Und ich würde diese Aussage im Lichte der Insolvenz, die unser Nachfolger angemeldet hat, nicht mehr tätigen. Im September wird bekannt, dass Signer 20 Millionen Euro in den Sanierungstopf einzahlen wird. Trotzdem bleiben die GläubigerInnen laut Sanierungsplan auf rund 2/3 ihrer offenen Forderungen sitzen. Betroffen ist auch die größte Gläubigerin, die Republik. Sie hatte Kiekerleiner in der Corona-Krise fast 50 Millionen Euro an Steuern gestundet. Mehr als die Hälfte davon wird nun nie bezahlt werden. Wolfgang Peschorn vertritt als Präsident der Finanzprokuratur die Interessen der Republik. Die Frage ist nur, wer hier und ob jemand auf der Strecke bleibt, ob das Staaten sind oder andere Investoren. Und was ich persönlich und auch in meiner Eigenschaft als Finanzprokuratur für nicht gut halte, ist, wenn die Steuerzahlerin, der Steuerzahler hier die Finanzierungen vornimmt und auf der Strecke bleibt. Zum Ende sind wir Ihnen noch die Fortsetzung unseres Leiner-Weihnachtsmärchens schuldig geblieben. In der Maria-Hilfer-Straße, wo einst das Leiner-Haus stand, entsteht gerade das Lamar. Ein Luxuskaufhaus samt öffentlich zugänglichem Dachpark und Hotel. Benko verspricht ein Shopping-Erlebnis, wie es Wien noch nicht kennt. Angeblich ein Herzensprojekt Benkos. Vielleicht sein letztes in dieser Größenordnung? Wenn ich mir die Frage stelle, wo möchte sich die Unternehmerin Benko vielleicht in 30 Jahren sehen oder auf was möchte er zurückblicken? Ich möchte darauf zurückblicken, dass man eine Art Familienunternehmen geschaffen hat. Egal wie es bei der Signa ausgeht, Benko wird am Ende immer noch Multimillionär bleiben, da glaube ich, besteht kein Zweifel daran. Dass kontinuierlich gewachsen ist, das aber in privater Hand geblieben ist. Also ich glaube, wir müssen uns nicht über René Benko Sorgen machen. Und wo man auch einmal irgendwann einmal behaupten kann, man hat vielleicht ein Traditionsunternehmen geschaffen.